Ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors, wo wir uns Sia's Story angucken. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich die letzte Story hier von Sia ist, aber viel mehr dürfte nicht kommen. Deswegen gehen wir jetzt in die Ranelle-Schlucht. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste das ja sowieso da sein, wo in der Hauptgeschichte, glaube ich, Sia besiegt wird, ne? 96er Zepter, was Geileres haben wir wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Dann nehmen wir doch jetzt aber mal das andere Kombo-Ding hier. Link and his allies had defeated Wizro, Zant, and Girahim. Sia's hopes were fading. Meanwhile, Ganondorf was making his way to the Valley of Seers to wrest the Triforce of Power from her hands. Sia had few options remaining. Desperate to win at any cost, she tapped into her very life force to bolster her magic. Sia knew this would cost her her life. But victory was now worth any price. Okay, cool. Wir bringen uns also erstmal schön selber um hier in der Geschichte. Dann machen wir das doch mal. So, uiuiuiui. Also so halb gegen Ganon und so halb gegen uns, oder was ist das jetzt? Diese Macht ist zu viel für mich. Gomas erobert die Festung. Okay. Ach, hier, geh weg. Da ist auch noch was. Besiege die Gomas und verteidige die Festung. Okay. Gehen wir uns doch erstmal die holen, die hier... Oh, da ist die Goma. Was brauchten wir dafür denn nochmal? Pfeil und Bogen, ne? So, da ist auf jeden Fall mal eine Goma. Okay, du nervst auf jeden Fall mehr als, ich mach so, dann passt das. Bam! Oha? Hallo. Balaua. Man sieht hier immer nichts, wenn man so nah an der Wand steht. Das ist immer so... Das ist immer so uselig. Okay, fast. So, und jetzt ruf. Ach so, war es das schon mit der ersten Goma? Okay. Besiege die andere Goma. Ja, ja. Ich gehe mal rüber. Freut euch nicht zu früh, ich habe hier noch etwas für euch. Mannhandler. Gehe mich aber, glaube ich, erst mit der Goma hier beschäftigen. Aua. So. Oh, lass mich da doch hin! So, kurz so. Ich glaube, dann räume ich hier allgemein ganz gut auf. Geh, du nervst, geh weg. Aua. So, wieder rin. So. So, die Goma lag da jetzt auch so nach dem Motto, please no. Ja, auf dem Schlachtfeld hier gibt's Eulen. Hey, Pyroma, hallo. Geh mal kurz den Vorposten hier holen. So, aua. Ja. Ja. Roma und die Dings haben mich verraten. Bist du doof?
würde einmal hier draufhauen, glaube ich. Lass mich doch hier kurz auf diesen Mannhandler fertig draufhauen, mein Gott. Ich krieg gerade so richtig hart auf die Fresse hier. Ich wollte hier mal ein bisschen was auftanken. So, Diet hat doch gezogen. Reicht das? Reicht das, um irgendwas auszulösen? Ich glaube nicht, ne? Ich hatte gehofft, dass sie jetzt gerade vielleicht in ihren komischen Modus da geht. Okay, besiegt. Cool. So, wo ist jetzt Pyroma hin? Ich glaube, der ist da vorne reingegangen. Besiege alle Frostnachtschwärmer. Kann ich auch einfach Pyroma besiegen? Nimmt der Schaden? Der nimmt überhaupt keinen Schaden, ne? Es gibt für mich keinen Grund mehr, ihr zu folgen. Jetzt hat Volga mich auch verraten, ne? Okay, cool. Aber jetzt gerade haben wir Pyroma, glaube ich, so gut wie besiegt. So. Pyroma hätten wir besiegt. Hat erneut mächtige Monster beschworen? Warum? Ich hab Pyroma doch schon besiegt. Pyroma wurde besiegt. Ja, das ist doch schon mal etwas. Die Arme hat es aber auch. Also, ich meine nicht, dass sie mir jetzt irgendwie leid tun würde oder so, ne? Aber die hatte es auch nicht einfach mit denen. Volga greift Ganondorf unbarmherzig an. Ja, das kann er doch. Ist mir doch eigentlich recht egal. So. Ganondorf hat im feindlichen Hauptquartier eine Finsternisbarriere. Hm? Was? Eine Falle? Ah, ich bin Volga, ich bin dumm. Wäre ich mal bei Sia geblieben. So, die Ostruinen stehen kurz davor zu fallen. Hey, Dunkellink, hallo. Ich könnte mal hier, weil, ne? Denkt ihr etwa auf diese Weise was? Ich denke gerade erstmal gar nicht so viel. Sia ist gerade mehr so im Enrage-Modus. Erobere das Ostheiligtum der Göttin gleich, wenn ich hier die Dinger besiegt habe. Was mir ja nahegelegt wurde. Autsch. Hier, geh weg. Autsch. So. Besiege alle Frostnachtschwärmer. Ja, auch das. Kann ich mich hier nochmal gerade durchschnetzeln? So, was sollte ich jetzt machen? Da unten irgendwas. Ganondorf hat Monster beschworen. Okay. Oh, Ganon kommt. Der Dämonenkönig Ganondorf.
Die Truppen der Dings da von Bums sind offen. Ja, können wir jetzt zu Ganon rein oder wie ist... Ist der denn? Ist der hier oben? Ganon, bist du hier? Ah ne, das ist mein Hauptquartier, der ist dann unten bei sich, ne? Du kümmerst dich um den Schutz des Hauptquartiers, Volga. Das ist ein Befehl. Warum sollte ich dir noch gehorchen? Ich tue das, was ich will. Volga ist nun als spielbarer Kämpfer verfügbar. Das ist zu viel. Wir können unmöglich noch gewinnen. Okay. Großer Volga vergebt uns. Wir müssen uns zurückziehen. Ja, ja. Ein Teil der Truppen des Bösen ist geflohen. Ja, dann lass auch das von mir so sein. Wenn ich noch ich habe noch den Helden auf meiner Seite, wenn ich ihn noch ein paar Mal beschwöre. Ja, dass das nicht so das Schlauste ist, ne? Aber... So, ich gehe jetzt aber erstmal hier zu diesem Ostheiligtum der Göttin, was mir ja eben schon gesagt wurde. Und erobere das, weil es scheint ja wichtig zu sein. So, das wäre dann nämlich dieses hier. Na? So, das feindliche Hauptquartier ist offen. Ich muss gerade noch kurz hier. Da ist der Kommandant. Dies haben wir erobert. Irgendwas Tolles drin? Herzquartier vor allem. Das wollte gerade sagen, das müsste sogar noch eins dazu geben, ne? Besiege Ganondorf. Ich wollte jetzt gerade sagen, nichts leichter als das, aber vermutlich wird von einer Finsterbarriere geschützt. Ich dachte, es ist offen. Lichtmagie sollte die Finsternis aufheben können. Hilf mir. Okay. Bedingungen haben sich geändert. Dana darf nicht fliehen und das Hauptquartier darf nicht fallen. Wenn ich jetzt Volga als spielbaren Kämpfer habe, dann kann der doch einfach mal hier sich um unser Hauptquartier bitte kümmern. Schön. So, ich räume hier vorne ein bisschen auf. Eskortiere Lana. Ja, ich bin gleich da. Sekunde. Offensivspezialist und was? So. So, jetzt kurz gucken, dass ich hier zu Lana komme. Die ist ja hier vorne gleich irgendwo, wenn ich mich täusche. Lana! Boom! Ganondorf wurde durch Magie gestärkt. Ja, ja. So, Lana marschiert da weiter. Oh, ich eskortiere dich gleich weiter, Lana. Die wird ja bestimmt gesagt, wenn du gleich irgendwie drohst umzukippen, ne? Weil gerade muss ich die hier gerade noch, weil... Kein Bock auf die. So, der wäre weg. So, ich habe noch einen. Dann gehe ich schnell wieder zu Lana. Offensiv, offensiv. So, die wurden besiegt. So, jetzt kann ich schnell Lana hinterher. Hui. So. Treppe hoch oder die Brücke hoch hat es schon geschafft. Sie ist sehr selbstständig, das muss ich ja sagen. Die Skulltula ist geflohen. Ja, ist mir egal. Lana geht schon schön brav weiter. Das gefällt mir doch. So. Bäh.
Kommt mir bloß nicht in den Weg. Ja, ich arbeite dran, dass sie das nicht tun, Lana. Daten stoppen den Vormarsch von Lana. Ja, ich arbeite doch dran. Weißt du, diese Meldungen, die kommen immer erst, wenn ich schon voll im Kampf gegen die bin. Danke für die Hilfe, Sia. Ja, so bin ich. Aber im Endeffekt helfe ich damit ja auch nur mir selbst. So, den Vorposten hier können wir noch wegmachen, weil dann kann hier nämlich gar nichts Nerviges mehr spawnen. So weit, wie ich das sehe. Wo ist Lana? Okay, die geht schon mal weiter. Das ist gut. Lana, komm. Mission erfolgreich. Lana hat das feindliche Hauptquartier erreicht. So, können wir da jetzt rein? Okay, man musste also nur einmal diddle-diddle-diddle-die-Ding machen. Und schon. War alles halbwegs flauschig. Okay, cool. Oh boy, 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 ich kann draufhauen, ich kann draufhauen. Gut. Ganz viel hält der so in dieser Form aber nie aus, ne? Hatte gereicht? Hatte gereicht. Ich kriege Ganondorf und ich kann nichts mehr machen. Hallo, Lana. Ganondorf wurde besiegt. Ihr seid nur lästige Insekten, aber ich ziehe mich fürs Erste zurück. Ganondorf hat sich zurückgezogen. Sieht aus, als hätten wir ihn vertrieben. Mhm. Dann hast du auch keinen Grund mehr hier zu sein. Geh. Hier, hör doch bitte auf. Wenn du noch mehr Magie einsetzt, dann... Verschwinde. Ich verwende meine Magie, wie ich will. Es ist halt voll süß. Lana macht sich halt voll Sorgen ums Tier. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, dass danach jetzt noch was kommt. Weil ich meine, Sia-Story hätte nur 5 Abschnitte. Ich meine, lass es vielleicht 6 sein. Dann haben wir noch einen Abschnitt vor uns. Aber in der nächsten Episode, sage ich mal, was jetzt eigentlich kam, ist Sia ja, glaube ich, sowieso draufgegangen. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Oh Gott, wir haben richtig viel Material. Sehr schön. Tatsache. Sia-Story ist zu Ende. Wir können jetzt aber noch eine ganz neue Sache spielen. Und zwar von Wind Waker. Ein neues Unheil, aber auch das machen wir nicht heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.